skill-lastiges Feld hier mit den großen Lücken, da kommt es auf einen guten Break an und ich habe so das Gefühl, dass das ein Feld ist, was Syndicate gut liegt. Ja. Tony hier weit überslidet im Break. Da haben wir gerade nicht im Bild gehabt, aber er wollte in den Corner laufen, hat so weit überslidet, dass er gleich durchgelaufen ist ins erste T-Pack und da stolpert gleich der zweite rein. Da fragt der Tony, dreht sich um und fragt, was machst du hier? Ja, das war glaube ich auch nicht so geplant, aber... So auch noch kein G geschossen, Pfeife live auf beiden Seiten. Ja. Patrick Vogel auf ihrem Tipp B1, gilt Cross. Der Nick Hackspiel war das, der da als zweiter Mann ins erste T-Pack reingeslidet ist. Und aber auch der Pat, genau, hat den Move hier gespiegelt, ist schon im ersten T-Pack. Und bisher keine Gs zu verzeichnen. Doch, G1 jetzt auf der Syndicate-Seite. G1 auf der Syndicate-Seite. Wer nimmt da den Lauf? Das ist der Allen. Ja, mit der Nummer 21. Ja. Das ist der Allen, der da runterläuft, Nummer 29. 29, ja. Auch jetzt G1 auf der deutschen Seite. Ja, 4 gegen 4. Hier der Center in eurem Bild, das ist Dirk Großmann. Und Pat macht da seinen Sprung ins zweite T-Pack. Und versucht da jetzt auf der Line Druck aufzubauen, auf den Tone, der da im ersten T-Pack, die immer noch zu zweit sind im ersten T-Pack. Ja, und da besetzt er raus in den großen Tempel. Sehr kluger Move, weil der große Tempel und die T-Packs eigentlich die beste Kombination sind, die man hier haben kann. Jetzt auch Snake 1 besetzt von Syndicate. Ich glaube, das ist der Malte Bormann. Und da geht er zurück ins erste T-Pack, weil sein Kollege Tone da getroffen wurde im ersten T-Pack. Jetzt G3. G3 auf der deutschen Seite, nur noch zu zweit. Syndicate noch zu viert. Mit T-Pack 2, Snake 1, Backcenter. Aber Syndicate definitiv hier am Drücker mit den besseren Positionen und dem Bodycount-Vorteil. Da geht der Vorletzte bei den Daltons. Und jetzt wird gebunkert, ja, die 1 ist raus. Wollte ja der Malte ein bisschen zu viel auf der Snake-Seite, aber Dirk läuft da durch und bunkert den letzten, drückt den Buzzer. Ja, sehr kontrollierter Punkt. Auf jeden Fall. Sehr kontrollierter Punkt, kein Vorteil auf beiden Seiten auszumachen im Break, aber trotzdem stabil runtergespielt von Syndicate. Den haben sie sich erarbeitet. So, 1-0, Syndicate. Und mal einen Strich auf der Liste. Sehen, ob sie da aus ihrem Fehler jetzt gelernt haben und das besser machen. Tone springt jetzt hoffentlich früher ab und da landet er fast punktgenau. Nee, er macht einfach das Gleiche nochmal und springt direkt ins erste T-Pack. War jetzt wahrscheinlich nicht der schlechteste Move, weil da hat er gleich Cross. Und die machen wirklich beide nochmal genau das Gleiche. Was machen die denn für einen Quatsch? Ja, da wurde er auch erwischt bei. Das war ziemlicher Unfug. Aber Tone hat man super gesehen, wie er da Cross in den Snake Corner bekommen hat. Das war der Alan Goulding. Schon wieder der Erste, der da geht bei Syndicate. Zum Snake Corner. Aber Patrick Frobel hier schon im T-Pack 2. Ganz links oben im Bild in Kombination mit Dirk Großmann, der Nummer 91 im großen Tempel. Der da jetzt auffüllt ins T-Pack 1, aber dabei getroffen wird. Bleibt der Pat allein im zweiten T-Pack. Und da seht ihr den Center. Und aber die beiden können sich nicht so richtig sehen, weil da diese Tonne dazwischen steht. Ne? Wir in dieser Einstellung hier können das super sehen, aber der Pat kann ihn nicht sehen, weil die Tonne da dazwischen steht. Der aus dem Center kann es schon ein bisschen eher sehen, weil er höher steht. Ne? Kann ein bisschen über die Tonne beim Pat ins T-Pack reinschießen. Und wie ihr seht, kann der Pat deswegen auf der Line gar nicht so viel machen. Ne? Jetzt versucht er da, sich Cross einzulegen mit dem kleinen Tempel. Der sich aber jetzt nicht mehr zeigt. Der bleibt auf der Snake. Das ist jetzt 3 gegen 3. Syndicate in der Snake 1, Tempel auf der Backline und Tippi 2. Und Dortons dann doch eher mehr Snake-seitig geladen. Malte jetzt in der Snake 2. Und die Dortons auch in der Snake 2. Die Dortons hier cross, versucht Druck aufzubauen auf dem Pad im T-Pack 2. Da seht ihr den Pad, der sich jetzt die Domination über den Center erkämpft hat, indem er sich weiter an der Tonne vorbeilehnt und dann auch gleich den Step rausmacht. Guter Move. Jetzt kann er außenrum auf den Center spielen und hat ihn auch gleich im Pack erwischt. Ja, jetzt bleibt nur noch hier der kleine Tempel auf der Snake-Seite, der jetzt halt die ganze Zeit cross spielen muss, weil es sonst vom Pack gleich einen Treffer in die Seite bekommt. Ja, und da spielt der Pat auch schon außenrum, geht eins weiter. Gleich ist er weg hier aus dem kleinen Tempel. Snake 2 aufpassen. Da seht ihr ihn und zack, da kriegt das gleich hinten ins Pack vom Pad. Da kommt der Ref schon gucken, ob da nicht schon einer ist. Und das dauert jetzt nur noch Sekunden, weg ist er. Jawohl, jetzt Snake 2 ist noch allein. Ja, nur noch die Snake, die wird da jetzt gebunkert hier von Malte. Ja, wieder ein sauberer, kontrollierter Punkt von Syndicate.
auch wenn es nicht so aussieht, ist dieser Punkt nie in Gefahr hier. Ist dieses Spiel nie in Gefahr von Syndicate, die hier wirklich sehr kontrolliert spielen. Ja, also ich sag mal, die Basis stimmt. Die Backplayer, die machen auf jeden Fall ihren Job. Die Frontplayer brauchen nicht mehr zu tun, als die Leute zu markieren. Die Daltons jetzt schon wieder zu zweit im T-Pack 1. Ich weiß nicht, was das soll. Das ja, ist ein bisschen tricky, ne? Ja, also im ersten Mal war es bestimmt ein Unfall, aber jetzt sah es irgendwie so aus, als hätte er das extra gemacht. Und zu zweit in einem Bunker ist grundsätzlich immer ein Fehler. Ihr da draußen geht niemals zu zweit in einen Bunker. Und wenn ihr es doch tut, dann löst es auf, so schnell es geht. So, Syndicate gegen die Daltons. 2-0 für Syndicate. Syndicate hier extrem stabil in den ersten zwei Punkten gewesen. Aber verlieren hier jetzt den ersten Spieler im Break, während die Daltons zu fünft angekommen sind. Diesmal auch nicht im Double T-Pack 1, wie ihr gerade gesehen habt. Tone hat diesmal im Corner gestoppt und den Nick hier ins T-Pack 1 geschickt, der aber markiert wurde. Und jetzt ist Tone im T-Pack 1 und auf der anderen Seite ist Dirk Großmann hier bei euch im Bild, die Nummer 91 im T-Pack 1, der jetzt hier versucht, die Kontrolle über die Line zu nehmen. Und da sind sie auch schon zu zweit und der Tone ist weg. Das ist jetzt das ein heißt, auf der Daltons-Seite. Ja, das müsste noch mit einem Wunder zugehen, wenn die Daltons hier das noch gewinnen, weil Syndicate hier gerade die komplette Dominanz über die T-Pack-Seite übernommen hat und sich auch schon vorgearbeitet hat auf T-Pack 1 und T-Pack 2. Und da jetzt den Snake Corner rausknallen, Cross, und da den Daltons-Spieler, den ihr da gerade im Bild habt, ja, da versucht nochmal einen Daltons-Spieler auf die Snake-Seite rauszufüllen. Eigentlich die völlig falsche Seite, weil jetzt sind sie beide auf der Snake-Seite und den hat er auch erwischt, worden. Genau. Bleibt nur noch einer von den Daltons in der Snake. Da habt ihr im Bild die Nummer 73, der da jetzt in der Snake ist und schon nicht sicher war, ob er jetzt getroffen wurde, aber das kann sich jetzt nur noch um Sekunden handeln, da ist er weg. Das war's. Und das ist der dritte Punkt für Syndicate. Ganz solide. Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sie sich das jetzt noch nehmen lassen. Nee, das glaube ich auch viel, viel weniger. Das wäre das zweite 4-0 für Syndicate heute. Ja, das wäre das zweite. Also jetzt steht es 3-0. Wenn sie jetzt noch einen Punkt machen, wäre das zweite 4-0. Das würde natürlich gut aussehen für Syndicate in der Tabelle. Ja, das würde Vorteile bringen. Wertvolle Punkte. Punkte Gleichstand ist, wird ja immer... Beide vollständig an der Base. Die 10 Seconds laufen. Ihr habt hier den Syndicate Break im Bild. Und da geht's schon los. Auf beiden Seiten weit. Beide Corner. Beide gut angekommen. Auf der Daltons-Seite hier T-Pack 1 wieder. Und der Tone, der da jetzt auffüllt in den großen Tempel nebendran. Und Syndicate schon auf dem Weg. Hier der V, Vogtländer, nach langer Verletzungspause hier im T-Pack 1. Das freut mich, den V da zu sehen. Und er versucht da jetzt Druck aufzubauen auf seinen Spiegel im T-Pack 1. Jawohl, den sehen wir hier, der da versucht, sich frei zu snappen und dann doch lieber den sicheren Weg auf der Cross-Seite wählt. Gegen den kleinen Tempel-Cross oder die 5. Die 5, er versucht es mit der 5. Die zeigt sich aber nicht. Das ist Alan Goulding, der steht da auf Snake-Corner auf der Line und lässt sich da Cross nicht rausschießen. Tone ist hier auf TP1 von der Syndicate-Seite, versucht den da zu drücken, dass er auf gar keinen Fall weitermoven kann. So, da hat es ihn erwischt hier von den Daltons im ersten T-Pack und da bleibt Tone der Äußerste. Aber auch Dirk Großmann auf der gegnerischen Seite, auf der Syndicate-Seite, hat sich hier rausschießen lassen aus dem großen Tempel, das heißt 4 gegen 4. Hier der Tone im großen Tempel, hat sein Spiegel ist weg. Und der versucht jetzt rauszufüllen aufs zweite T-Pack, zack. Hat er auch geschafft, ja, über Slide massiv doch nicht geschafft. Ja, das lässt eine große Lücke auf der Daltons-Seite, weil jetzt 4 gegen 3 und keinen mehr auf der T-Pack-Seite. Und da muss sich noch einer checken lassen, der ist auch weg. Das war's, das war der entscheidende Fehler. Jetzt ist es 4 gegen 2. Da seht ihr, das wird schon eng für den Center und hier jetzt Syndicate in absoluten Übermacht, bunkern jetzt den letzten Center. Da ist der Center und zack. Das war's, der Steffen geht durch, bunkert ihn und drückt aber nicht den Buzzer, muss ich da erstmal checken. Möchte jemand anders schicken zum Buzzer? Macht er doch selbst und wenn er sauber ist, war das 4-0. Tja, da hatten die Daltons nicht viel entgegenzusetzen.